Willkommen bei Athletik Training für Golfer. Mein Name ist Timo und ich zeige euch ein kurzes Warm-up vor der Runde. Beginnt einfach mit einem kurzen Eisen, Eisen 9 oder Pitching Wedge. Macht da 3, 4, 5 Schläge. Das ist erstmal ausreichend, bevor ihr die nächsten längeren Schläge nehmt. Ich schlage jetzt hier ein Eisen 9. Nächster Schläger wird 2 Eisen weiter sein, eine 7. Und wenn ihr merkt, ihr kommt in den Rhythmus rein, wird es auch Zeit, den nächsten Schläger aus der Tasche zu ziehen. Bei der ganzen Aufwärmübung würde ich mich noch nicht um das Ziel kümmern oder um den Ballflug, sondern hier geht es wirklich viel mehr darum, den Körper aufzuwärmen und in den Rhythmus zu finden. So, nach meinem Eisen 7 mache ich jetzt mal einen Sprung auf einen höheren Schläger. Das ist jetzt mein Hybrid. Gehe auch noch nicht damit ans Limit, sondern einfach, wie gesagt, einen guten Rhythmus vor der Runde zu erreichen. Okay, zum Schluss der Driver. Aber hier würde ich euch auch empfehlen, nicht die meisten Schläge mit dem Driver zu machen, sondern die anderen Schläge waren eigentlich schon wichtiger. Aber bevor es aufs erste Tee geht, ein, zwei Drives wird reichen. Okay, so lange sollte ungefähr eine Aufwärmroutine für jemand, der wenig Zeit hat, in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, die paar Minuten hat jeder von euch. Also fangt so an und dann wird die Runde auch ein bisschen positiver. Viel Spaß dabei.